Hallo Welt, da laufen wir wieder dem Ork hinterher. Wo ist denn der Ork jetzt geblieben? Auf einmal ist er so schnell. Da unten läuft er. Ja, der wird hier jetzt nicht mit uns durch ganz Himmelsrand rennen und alle Riesenlager, die er finden kann, angreifen, hoffentlich. Hoffentlich hat er so etwas nicht vor. Nimm schon mal den Knüppel in die Hand. Ihr gehört mir. Genau, stich einfach zu. Nee, sag lieber, hau ab! Verschwinde! Gult! Ich mach mich aus dem Staub! Ach, das ist ein Hirsch, ist das! Na, bist du auf der Jagd? Soll ich dir mitnehmen, das Zeug von dem? Okay, ich hab's schon. Riesenlager, ja. Doch, in der Höhle. Riesen in der Höhle. Das kann ja was geben jetzt. Wenn die Chance besteht, dass mich das rettet, dann ergreife ich sie. Ich war Ich eigentlich gehe schon lange genug voraus, unter der Erde. Aber ihr haltet mir besser den Rücken frei. Bringen wir es hinter uns. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet, aber ja, okay. Echte Riesenhöhle. Die ist riesig, die Höhle. Deswegen heißt sie auch Riesenhöhle. Beim Blut der. Hör auf zu fluchen. Sowas können wir gerade nicht gebrauchen. Warum sieht man mich denn? Ach, er sieht mich da hinten, ja. Okay, ich weiß, wo ich hinschieße. Vögeln hier richtig rum, fliegen. Ach, der wartet sogar auf mich. Ja klar, der Feigling, der will, dass wir kämpfen für ihn. Ich mach das sogar. Ist er schon hinüber? Einer weniger. Wo sind die anderen? Oh, hoppla. Wer hat mich geschubst? Ist das da ein Riese oder ist das unser Ork? Das ist unser Ork, oder? Ja. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Kannst du dich nicht mal irgendwie anders bewegen oder so? Zappel ein bisschen rum oder tanz oder setz dir einen Hut auf oder irgendwas? Damit wir dich erkennen. So, ich hätte dich jetzt fast schon erledigt, du Lump. Hier ist auch ein schöner Stein oder so. Totenkopf. Ich hoffe, deine Riesen haben auch mal was zu essen dabei. Fledermäuse! Tut mir voll leid, ich muss das mal reinstecken in dich, aber so als Riese müsstest du das eigentlich aushalten. Tja, wie was? Ich soll weiter jetzt? Oder? Ach, du kennst schon den Weg. Das sind schöne Pilze. Da können wir nachher ein schönes Süppchen draus kochen oder
Lecker Soße daraus machen. Auch ein Jägerschnitzel. Ach. Ich wollte nachladen, hat aber nicht geklappt. Was ist denn das da? Einfach nur ein Loch. Ach, so ein Bär, jetzt echt? Kommt ihr mir mit Bären her? Dreht jetzt aber jemand auf hier. Was ist denn da jetzt los mit dir? Hey, hör auf! Was machst denn du da? Triffst noch den Falschen hier. Ich zeig euch, was so ein Und ja, ist wohl weg. Tja, oder steht da noch? Komisch. Warum? Hier liegt auch einer, gehört jetzt zu dir. Der Frauenkleid. Der hat den Hut. Riesenhain haben wir entdeckt. Das wäre besser, wenn du ein bisschen schleichen würdest mal. Man weiß ja nie, was hier jetzt auf uns lauert. Du musst da nicht rennen wie so ein Häuptling, Ork-Häuptling. Na schön, dann töte ich eben diesen Riesen. Es sei denn, ihr möchtet euch etwas zusätzliches Gold verdienen. Nein, nein, das ist eure Aufgabe. Wie, was meint ihr denn damit? Ich bin müde. Ich habe seit Wochen nicht mehr vernünftig geschlafen. Ihr tötet den Riesen und bringt mir den Hammer. Wenn wir zurück in Lagerspur sind, sagen wir allen, ich hätte es getan. Ihr haltet den Mund und ich bezahle euch dafür, fürstlich. Tja, ja, bleibt mir was anderes übrig? Ja, ja, ich mach das schon. Geh du mal lieber schlafen, ruh dich ein bisschen aus. Gut, ich werde genau hier warten. Es ist wohl einfacher, uns den Hammer nachher abzuluxen, denkt er, als dem Riesen. Geht ja nur um den Hammer, naja dann. Bleibt wachsam. Was ist das denn für ein Riese? Der sieht ja total verschwommen aus. Ach, das sind die Flammen da vorne. Genau. Gib mir deinen Zeh und gib mir deinen Hammer. Schargrolls Kriegshammer. Ich hol mir noch deinen Käse. Oder hattest du was zu essen dabei, zufällig? Manche haben Riesen doch auch ein Brot oder so ein Apfel oder sowas in der Tasche. Schon verrückt. Wir sind jetzt sowas von überladen. Wir können nicht mal den Käse hier mitnehmen von ihm. Aber du trägst was für uns, oder? Was gibt es? Trägst du was für uns? Nun gut, dann lass mal sehen, was ihr da habt. Ja, gerne. Da freut sich aber schon jemand. Ich gebe dir, was gebe ich dir denn? Jetzt muss man wissen, wo das meiste Gewicht steckt. In den Waffen. In der Kleidung oder in der Rüstung oder in Waffen? Aber wird nachher so schwer wieder rauszupulen bei ihr. Ach, egal. Oh. Das sollst du haben?
Ebenerz-Panzerhandschuhe. Aber nicht wegwerfen. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen was mitnehmen hier. Sie kann ruhig ein bisschen mehr tragen. Was denn? Ziehst du das gleich an? Ich will nicht, dass du das trägst. Dann erkenne ich dich ja gar nicht wieder nachher. Warum zieht die denn so ein sowas jetzt an? Ach, ist doch auch egal, oder? Mal was anderes. Ja, aber Serana finde ich besser in ihrem Serana. Okay, das geht auch. Okay. Mach, was du willst. Wir müssen doch das Gold des Kobolds müssen wir doch noch finden. Ach, guck an. Gold. Habe ich es doch gewusst. Jetzt ist uns warm. Na, endlich. Och, noch einen Ork. Ja, der musste weg, der Riese. Der hat hier nur Quatsch gemacht mit den ganzen Orks. Obwohl, was haben wir mit Orks zu tun? Ist das eine Keule hier? Oh, sieht man doch. Jetzt helfen wir den Orks. Da hat er keine Riesenkiste hier. Was ist das? Farbe an der Wand einfach. Die Riesen, das sind die, die Graffitis immer überall verbreiten. Rekalkum-Ader. Wer weiß, ob wir hier jemals wieder herkommen. Rekalkum-Erz. Na, wo ist der Diamant, oder? Wir sind so hungrig. Gleich gibt's ja was. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn jetzt? Was zu essen? Wie sieht denn das mit diesem Käse aus? Da war doch ein großes Feuer. Können wir da nicht irgendwie was herstellen? Ja, wir brauchen, glaube ich, die Küche oder was? Hier. Der Käse. Stellt 10 Gesundheitspunkte wieder her. Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Stellt 18 Hungerpunkte wieder her. So eine Apfel hinterher, nicht, dass du da noch Verstopfung kriegst von den ganzen vom ganzen Käse da. So. Ja, wer weiß, ich glaube nicht, dass wir hier nochmal wieder hinkommen, also nehmen wir mal die ganzen Adern aus hier. Da ist noch eine und da drüben war auch noch eine. Naja, vor allem jetzt können wir es ertragen. Ich glaube, das war doch ein bisschen übertrieben mit der Modifikation einmal, ja? Dass wir da so irgendwie zwei Erzklumpen oder so tragen konnten und dann überladen waren. Ich weiß gar nicht, da muss es auch irgendwie eine Lösung geben, dass wir da irgendwie einen Wagen oder was finden, den wir beladen können, aber... Irgendwie war das doch ein bisschen zu krass eingestellt, oder? Genau, hier ist nämlich noch eine. So. Ja, und klettern können wir ja nicht. Ja, dann haben wir, was wir wollten. Hoffe ich doch. Was ist hier mit Knochenmehl?
verbrannte Leiche. Das war so ein... Der Riese ist nicht so der beste Riese der Welt gewesen. Oh, hier ist ja doch eine Truhe. Na gut, dass wir da nochmal geguckt haben. Vielleicht ist hier was zu essen drin. Ein cooles Buch. Zauberbuch. Eben erzählt. Stab des Vertreibens. Ja, prima. Aber nichts gegen unseren Hunger. Was nun? Oh, du kannst noch mehr tragen, oder? Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Alles nur gute Sachen. Du weißt das doch. Kleidung. Da sind gute Schuhe. Oh, hoppla. Da ist wieder ein Hut. Noch mehr Kleidung für dich. Rüstung. Und Stiefel. So. Die Äxte kannst du auch tragen. Oha. Das war schon. Pfeile wiegen auch was? Oh ja. Ja, okay, dann passt das schon. Du bist ja jetzt auch schon ganz schön fett beladen. Aber wir haben ja jetzt nicht den Kriegshammer gegeben. Ausgezeichnet. In euch schlägt ein wahres Kämpferherz. Ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich kann ich euch nicht lebend gehen lassen. Wir wollen doch nicht, dass jemand davon erfährt. Ach so, ja, stimmt. Aua, hey, du hast mich getroffen. Warum sind wir so schnell? Der Mars war ein Dummkopf. Allerdings. Er hat ständig versucht, sich mit Intrigen und Betrug seiner Verantwortung zu entziehen. Aber ihr habt euch um ihn und die Riesen gekümmert. Damit haben sich zwei Probleme auf einmal gelöst. Bringt nun Shargols Hammer zurück nach Largaspur. Und wir werden sehen, ob wir auch dem Rest von ihnen die Leviten lesen können. Okay, abgemacht. Wir sind etwas überladen. Nein, ich will hier nichts abwerfen. Können wir nicht irgendwie was essen oder so? Zaubertränke für mehr Tragkraft. Einen Schnaps trinken. Oh. Bekleidung erstmal. Vielleicht reicht das ja schon, wenn wir die Stiefel des Ochsen tragen. Tada! Gut. Und dann gibt's noch mehr. Ah, Locke von Diop. Tragfähigkeit um 50 Punkte erhöht, haben wir schon. Ach, unter Wasser schwimmen haben wir ja schon hier den Taucherring. Den hatten wir ja schon längst. Tja, das kriegen wir jetzt nicht mal so gut weg mit dem Gewicht. Bisschen was trinken, ein paar gesunde Äpfel. Ach, die Äpfel, die bringen ja gar nichts. Gewichtstechnisch.
Ah, der Wein, der wiegt was. Ja, ich würde ja was kochen, aber da ist ein Feuer und ich glaube, wir schaffen das nicht mal, über dem Feuer irgendwie was zu dünsten. Oh, Moment, habe ich da Honigbräu-Met gesehen noch? Zwei? Die wiegen doch auch was. Oh ja. Das ist doch schon mal gut. Tja, dann muss dein Inventar nochmal. Ja, da, du musst nochmal herhalten, leider. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Okay. Was hätten wir denn noch für dich gerne? Elfen, Kriegshammer. Oh nein, den hattest du. Oh. Elfen, Kriegshammer. Nein, nimm du den. Bekleidung. Zaubertränke, Essen. Tja, was können wir dir denn sonst noch geben? Ach, ich weiß. Warte. Ich war noch nicht fertig. Ich weiß, wir haben bestimmt wieder Felle oder sowas eingesammelt. Die kannst du doch immer gut tragen. Ach, oder Goldbarren auch. Ach, das war's. Okay. Prima. Dann folge mir, aber sammle nicht immer alles ein, was du unterwegs findest. Gibt es hier keinen Hinterausgang? Sonst gibt es immer einen Hinterausgang. Habe ich letztens noch gesagt, es gibt immer einen Hinterausgang. Wir gehen links. Das ist bestimmt der Hinterausgang hier. Ah, hier waren wir nämlich noch nicht. Ja, also Level-Design muss man immer wieder, kann man nicht anders sagen, muss man immer wieder loben. Wie schön die das gemacht haben, so. Mit den Höhlen und den Wasserfällen und den... Ah, das ganze Durchlaufen und so. Schön gemacht. Schon sind wir durch. Na, schwuppdiwupp, wir müssen nicht nochmal durch die ganze Höhle gehen. Das ist doch echt gut. Ja, ich will ja nicht durchrushen, ich will ja auch was sehen, aber die Höhle kannten wir ja schon dann. Oh, warum haben wir denn jetzt so viele geöffnet, so viele Sachen? Finde den Schrein von Beotia. Beotia, genau. Das ist gar nicht so viel, was da geöffnet ist. Und dann hier, hol die Sachen. Das sind drei Sachen, die wir da holen sollen. Schwupp, und jetzt sollen wir doch hierhin wieder zurück. Also, passt schon. Das ist auch nochmal so ein dicker Hammer. Die Luft ist behaglich. Oh, gut. Wer läuft dort? Freund oder Feind? Wir laufen mal mit. Woher seid ihr gekommen? Oh, ein Skiva. Hallo. Aua. Das wird euch eine Lehre sein. Hat mich gezwickt. Boah. Was denn geschafft? Die war auf einmal weg.
wir laufen mal da lang. Weil wir diese Krankheit haben, können wir jetzt nicht mal sprinten. Ich verstehe. Aber dafür können wir auch ganz schön schnell zuschlagen mit der Waffe jetzt. Wie man gesehen hat, als wir gegen den Ork gekämpft haben. Ich frage mich, ob wir die Sachen jetzt vielleicht auch in die Tonne hinten schmeißen sollen. Ja, ich glaube fast ja. Dann entleeren wir auch unsere Begleitung nochmal. Die kann da auch wieder was reinschmeißen. Da können wir das Zeug auch von ihr da reinschmeißen. Warum ist denn hier eine Kiste? Warum sind denn hier die Fässer? Ich hoffe, das Fass ist auch sicher da in der Ecke. Wo bist du? Ja? Zeig nochmal, was du so hast. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Das wird uns mit Sicherheit nützen. Ich nehme erstmal deine Sachen. Was brauchst du denn alles nicht? Den Drachenknochen-Streitkolben, den magst du, ja? Den behältst du dann. Entschuldigung. Vielleicht brauchst du nicht so viele Stahlbolzen. Unnötiges Gewicht. Vielleicht brauchst du den Elfenkriegshammer nicht, die Kriegsäxte brauchst du nicht, den Elfendolch, den Stab der Lähmung, den lasse ich dir mal. Pelzschild willst du wahrscheinlich nicht. Ebenerz, Panzerhandschuhe. Und du hast dir die Seelenschutzhandschuhe ausgesucht? Ja, okay. Wenn du die willst, dann lasse ich sie dir. Diadem der Schießkunst, magst du das nicht? Ich lasse dir das mal. Zwergenpanzerhandschuhe. Vampirpanzerhandschuhe, nehme ich dir mal, den Hut. Jetzt finden wir die ganzen Hüte. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Schicke Stiefel willst du auch nicht. Okay. Ach, dein Vampir-Outfit können wir dir nicht nehmen, aber die Handschuhe könnten wir dir nehmen. Okay. Zaubertränke? Ja, das sind auch ein paar viele Zaubertränke, die du dabei hast. Aber okay, wir lassen dir das mal. Wie sieht das hier beim Essen aus? Ach, zubereitetes Essen. Du hast es. Ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Dann nehmen wir dir ein paar Dietriche. Wenn wir die 10 lassen, drin lassen, das sollte reichen. Bei den Fackeln bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Verbrauchst du überhaupt Fackeln? Goldbarren musst du auch nicht mit rumschleppen. Ja, so. Prima. So, mal sehen, welche Waffen wir nicht brauchen. Dädrische Pfeile. Ebenerz... Moment. Ebenerzpfeile. Brauchen wir da auch nicht so viele. Die Äxte brauchen wir nicht, denn... Elfendolch, Elchen, Elfenkriegshammer brauchen wir nicht. Die Pfeile behalten wir. Wir brauchen keine 2 Holzfäller-Äxte. Einer reicht. Kleiner Stab des Vertreibens. Oh, Untote bis zur Stufe 4 fliehen 30 Sekunden lang. Ach, das müssen wir auch nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Wenn wir mal, wir können ja irgendwann mal dann eine Runde drehen, die Sachen abholen und dann gezielt irgendwie nach Haus Seeblick bringen. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit bei Haus Seeblick vorbeikommen, um da die Stäbe hinzubringen.
Seelendonner wollten wir letztens nicht hier reinschmeißen. Jetzt glaube ich aber doch beim Gewicht von 18 lassen wir das Ding mal hier. Verursacht jeweils 5 Punkte Frost, Feuer, Blitzschaden sowie 15 Punkte Ausdauer und Magikaschaden. Ausprobieren sollten wir ihn mal. Oh, Schargrols Kriegshammer. Ja, ich glaube, den müssen wir jetzt zurückbringen. Darum geht's irgendwo. Die Lähmung, auch nochmal der Stab der Lähmung. So viele Stäbe hier. Da sind nochmal Stahlkriegsäxte, Stahlkriegshammer, Stahlpfeile, Moment mal, Stahlbolzen. Ja, ich glaube, wir brauchen auch nicht so viele Bolzen. Wir benutzen in letzter Zeit ja kaum die Armbrust. Stahlpfeile. So, dann haben wir hier den Stahl-Zweihänder der Himmelsschmied. Warum haben wir das denn schon wieder? Ich dachte, das hätten wir schon mal abgelegt vor kurzem. Vulkanglas-Streitaxt. Ist ja eine hübsche Waffe. Zwergenbolzen. Ach, und eine Zwergenstreitaxt. Okay, Bekleidung also. Wir brauchen nicht mehr diese beschlagene Rüstung, diese Ebenerzpanzerhandschuhe. Fellschuhe brauchen wir auch nicht. Die Hüte brauchen wir im Moment nicht, die Kleidung brauchen wir im Moment nicht. Lederarmschienen brauchen wir gerade nicht. Ach, Lederkundschafterhelm, ja, das behalten wir mal bei. Gehört ja irgendwie alles zusammen. Lederrüstung brauchen wir aber nicht. Dann die orkischen Panzerhandschuhe. Die ganzen orkischen Sachen brauchen wir nicht. Pelzarmschienen, Pelzrüstungen brauchen wir gerade nicht. Pelzsachen rein damit. Und die Silberringe eigentlich brauchen wir auch nicht. Aber so viel wiegen die jetzt nicht, oder? 0,3. Okay, dann behalten wir sie erstmal bei. Vampirpanzerhandschuhe. Und Zwergenpanzerhandschuhe, okay. Ja, schmeißen wir jetzt auch mal da rein. Ich weiß ja, eigentlich sammeln wir das immer und wollen das dann auch zum Haus Seeblick bringen, aber ja. Aber wer weiß, wann wir da hinkommen, wie ich gerade schon festgestellt habe. Dietriche können wir hier ein paar abschmeißen. Ja, aber das ist jetzt nicht, um Gewicht zu verlieren, sondern nur, damit wir welche drin haben. Aber Fackeln. Fackeln, die wiegen doch was. Oder? Ja. Gut, dann die ganzen Seelensteine behalten wir erstmal bei. Die Goldbarren können aber hier rein. Ich hoffe, wir brauchen die nicht für irgendeine Aufgabe oder so etwas. Das Hirschfell kann hier rein. Die Horkerzähne können hier rein. Pelze, Kerzenhalter. Oh, der hat ein gutes Gewicht auch. Klimex-Vorräte immer noch. Ja, makelloser Amethyst kann hier rein. Mammut-Stoßzahn. Orichalkum-Erz, genau. Quecksilber können wir nicht ablegen. Rubin kann hier rein. Die Schale. Schneebärenpelze. Schwarzer Seelenstein. Ja, die behalten wir mal bei. Die Seelentomate. Sehr witzig. Säbelzahn-Tigerpelz und Säbelzahn-Tigerpelz. Tablette, Tasse, Waffen. Und das war's dann, denke ich. Ja, okay. Ich glaube, dann können wir uns, oder Schlüssel, Bücher. Ach so, ja, können wir auch mal jetzt gucken, da wir jetzt sowieso hier einmal am Aussortieren sind. Geschichte von Eva Steinsänger. Die Realität und andere Irrtümer. Die Dralle Agonische Maid, Band 1. Da haben wir doch Band 1. Ah, ja, jetzt schmeißen wir das aber erstmal da rein. Katrias Tagebuch. Oh, Wasseratmung. Haben wir gelernt und gelesen. Ebenerzhaut steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 100 Punkte. Das kann schon mal nützlich sein.
Sollen wir nicht die ganzen Zutaten auch mal hier reinschmeißen? Wir hatten den ganzen Hof hier schon voll liegen mit Zutaten. Glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. Oder das war in einem anderen Durchlauf. So. Das sieht doch nochmal sehr viel besser aus jetzt. Ja, okay, das reicht jetzt aber. Den Rest, wenn wir mal eine Küche finden, müssen wir mal irgendwie das Zeug auch zubereiten. So. Abspeichern nicht vergessen und dann ab durch die Mitte. Ja, dann hat er gezeigt, wie das geht. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Ach, richtig, da war doch was. Nicht, dass wir die Krankheit nachher nicht mehr loswerden. Tempel von Mara. Holen wir uns mal Maras Segen, ist doch egal. Möge Mara euch segnen. Schrein von Mara. 100 Gold. Alle Krankheiten geheilt. Oh. Wie kann ich euch helfen, meine Tochter? Hey. Guten Morgen. Guten Morgen, Papa. Guten Tag. So, wir können uns, glaube ich, wieder umziehen. Diadem der Schießkunst, das war doch ganz nett. Schuppenarmschienen der großen Schießkunst auch. Was wiegt so eine Tunika eigentlich? Gewicht 1. Vampirstiefel, das ist gut. Schleichen. Der ist ja viel besser hier, dieser Rucksack. Abenteurer-Rucksack mit Schlafsack. Tragfähigkeit wird auch um 7 auf 75 Punkte erhöht, aber steigert zusätzlich noch die Ausdauer um 20 Punkte, ja. Ach, haben wir da wieder gesagt, dass der nicht so schön ist vielleicht? Deswegen wollten wir den nicht. Für euch aussehen will wie möglich, mein Herr. Oh, nun. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Ich werde die Rechnung bis zum Tagesende begleichen. Danke. Bolli. Bollis Frau hat eingekauft hier und anschreiben lassen. Bolli darf sofort löhnen. Er wird gleich zur Kasse gebeten. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, ich weiß aber nicht wer. Aber vorher, warum sagst du sowas sonst? Wenn wir sprinten, dann können wir nicht springen. Ich finde das total merkwürdig, weil ich finde, gerade mit Anlauf springen kann man doch eigentlich viel besser als so aus dem normalen Lauf. Ach, eigentlich brauchen wir gar keinen Rucksack. Jetzt stört mich der Rucksack. So. Na, wir müssen noch ein richtiges Outfit finden. So richtig gefällt mir das hier jetzt auch nicht. Oh, so viele Schmetterlinge. Ich will die alle haben. Alle. Alle. Den blauen hier auch. Okay.
Da ist auch einer. Ha! Wir haben sie alle. Wir kürzen mal ab hier. Schmetterlinge. Schmetterling. Link, link, link. Link, link. Wo ist der andere? Ah, der hat sich versteckt. Was liegt denn hier alles rum, hä? Ach so. Brauchen wir Leben? Brauchen wir gar nicht. Nein. Ich wollte doch hier rauf. Da geht's lang. Oh, wer steht denn hier? Das ist ein Baumstumpf. Oh mein Gott, meine Augen. Das war ja nicht schlecht jetzt. So, ich nehme mal euer Blümchen mit hier. Guck mal. Lagerspur wird so schnell nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Dank euch haben wir eine zweite Chance. Ja gut, aber wer ist denn Malakat? Man sagt, dass Orks den Umgang mit dem Hammer schon im Mutterleib erlernen. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Hat ein Häuptling eine zweite Frau, wird sie daher Schmiedefrau genannt. Irgendwie funktioniert das hier nicht so richtig mit der Auswahl, oder? Versuchen wir es mal so. Wer ist denn Malakat? Man sagt, dass Ork. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Warum geht das denn nicht? Ihr kennt Malakat nicht? Er ist der Bewahrer der Schwüre, der Herr der Flüche. Er ist schnell verärgert und vergibt nur langsam. Wer Malakat erzürnt, den wird großes Leid ereilen. Er verlangt von seinen Orks Treue und Stärke. Wir haben versucht, ihn zufriedenzustellen, aber jetzt ist er wütend auf uns. Und deshalb leiden wir. Na ja, gut. Ich bin mit Shargrolls Kriegshammer zurückgekehrt. Hilft das? Aber was ist mit Yamars? Ich verstehe. Er hat nicht überlebt. Hatte er einen guten Tod? Ja, er hat gar kein Problem. Der ist gestolpert und er ist an Altersschwäche gestorben. Nein, der hatte einen Herzinfarkt plötzlich. Der ist eingeschlafen und nicht wieder wach geworden. Der hat tapfer gekämpft, aber der Riese hat ihn überwältigt. Er hat mich gebeten, den Riesen zu töten. Dann hat er mich angegriffen. Wird sie uns das abkaufen? Ich habe vorher nicht gespeichert jetzt. Well, wir sagen die Wahrheit, oder? In dem Fall, die hat ihn ja verehrt. Eigentlich ist es ja nicht so toll. Wen interessiert's? Der wollte, dass wir den Riesen töten und dann hat er uns angegriffen. Was? Ja. Warum sollte er sowas tun? Weiß ich nicht. Yamars war ein Feigling und ein Schwächling. Seine betrügerischen Machenschaften sind euch teuer zu stehen gekommen. Er ist also bestraft worden? Und was wird aus uns? Welches Schicksal sollen wir erleiden? Ihr werdet euch beweisen müssen, aber ich will euch eine Chance geben. Gulasov ist jetzt euer Anführer. Hoffentlich ein besserer. Ihr da, legt diesen Hammer auf den Schrein. Nur ihr habt in all dem eure Würdigkeit unter Beweis gestellt. Ich kenne die Geheimnisse der Mystiker. Ich habe alle Arten von Heilmitteln, falls ihr welche benötigt. Ich leg den Hammer hier vorsichtig ab, ja? So. Kannst du ein Haus bauen damit. Und jetzt kriegen wir ein Zimmer hier bei euch. Wenn eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Es ist gut, endlich zu wissen, dass Malakat uns nicht verlassen hat. Aha, jetzt können wir unser Pferd ausrüsten und bei ihr Illusionsmagie trainieren. Was kostet uns das? Eure Macht über andere wird groß sein wie die meine. Das kostet 390, ja, aber ich bin jemand, ich lerne das lieber selbst. Mhm.
Ja. Habt ihr eine Küche da drin? Darf ich mal reingucken? Oh, ihr habt eine Küche, oder? Darf ich hier kochen bei euch? Es ist keine Küche. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Malakats Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Und wir werden ihm ergeben dienen. Tja, ich darf hier überall schlafen. Das ist aber auch schön gemacht hier. Ja, nur die Küche funktioniert irgendwie nicht. Was denn jetzt? Ja, wir können die Holzkelle können wir nehmen. Gegrillten Lauch können wir nehmen. Ach dann. Dann gucken wir mal hier in den anderen Häuschen, was da noch so ist. Vielleicht können wir da irgendwo backen, Kuchen. Oder irgendwas. Also es gibt Fälle, die wir nehmen dürfen hier. Ja. Och, das ist ja auch schön. Die hängenden Gärten und ein Riesenzeh. Okay. Ja, dann bedanke ich mich doch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir... Wird uns das eigentlich angezeigt, was wir gemacht haben und was nicht? In dieser Folge haben wir den verfluchten Stamm gemacht... Ach, tatsächlich. Das müssen wir uns ja noch durchlesen. Der Fluch, der auf den Orks von Lagashbur lastete, ist Geschichte. Ihr Häuptling Jammars hat sich vor Malakat als hilfloser Schwächling erwiesen. Und ich habe seine Taten wieder gut gemacht, indem ich den Riesen bezwang, der den Schrein in der Fallsteinhöhle besetzt hatte. Malakat hat daraufhin Gularzob zum neuen Häuptling und mich zu seinem neuen Champion ernannt. Ui, wir sind ein Champion, liebe Welt da draußen. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.